Ja, hallo wieder mal. Wir versuchen es jetzt nochmal mit unserem Kommentarcheck. Und der Christoph, der hat wieder ein paar Fragen von euch zusammengesucht und wir wollen die jetzt mal versuchen zu beantworten. Ja, dann geht's los. Ja, Sayo fragt, ich verstehe nicht, warum sich Seti dann so stark dafür einsetzt, Signale zu entdecken. Ist doch ehrlich gesagt kein Wunder, dass wir nichts entdecken, wenn wir falsch suchen. Gut, ich habe jetzt in einer Episode davon gesprochen, zum Fermi-Paradox, dass wir nur Signale entdecken können, die innerhalb eines Lichtjahres ausgesendet werden. Ich sprach aber von ungerichteten Signalen, zum Beispiel von Fernsehübertragungen. Wenn Signale gerichtet sind, sieht das ganz anders aus. Die könnten wir über viele, viele, viele Lichtjahre entdecken. Und SETI sucht eben nicht nach Fernsehübertragungen, sondern SETI sucht nach gerichteten Signalen in der Annahme, und die ist gar nicht so falsch, dass eine Zivilisation an einem bestimmten Punkt möglicherweise versuchen wird, Kontakt aufzunehmen und dann gerichtete Signale in Richtung anderer Sterne sendet. Wir zum Beispiel, wir wissen ja auch, dass wir relativ bald in der Lage sein werden, herauszufinden, ob es Planeten gibt, auf denen Leben existiert. Das können wir zum Beispiel dadurch feststellen, dass wir etwa Ozon in einer Atmosphäre entdecken. Und das sollte in den nächsten Jahren soweit sein. Wenn eine andere Zivilisation diese Technologie besitzt, dann könnte sie eben nach Ozon suchen und dann zielgerichtet in diese Richtung Signale aussenden. Und das ist die Annahme von SETI und deswegen haben sie dieses Arecibo, heißt es so? Nee, Atacama Array, glaube ich, bei SETI. Und in diesem Atacama Array suchen sie nach Signalen. Das war aber bisher tatsächlich erfolglos. Ja. Trumler stellt fest, statt den Mars den Blutmond erwischt. Ja, genau. Ich könnte jetzt sagen, das war Christoph, das war ich aber tatsächlich selber. Ich weiß, wie der Mond aussieht. Wir haben da auch jetzt ganz prominent den Tycho-Krater im Bild. Ja, Tycho-Tasch. Wo eigentlich, oder? Tycho-Tasch? Im Kommentarvideo? Ja. Gut. Okay. Ja, wir haben da ganz prominent den Tycho-Krater im Bild. Das ist ganz klar der Mond, ein Blutmond. Ich habe sogar selbst einen vor 2 Jahren so fotografiert. Es ist einfach so, wir sind zu zweit, wir versuchen so präzise wie möglich zu arbeiten. Wir haben Korrektur- und Fehlerdurchläufe. In dem Fall zum Beispiel haben sich 3 Testpersonen das Video vorher angeschaut. Aber siehe da, es ist der Mond geworden. Das ist manchmal einfach so, man sucht ein copyright-freies PNG, in diesem Fall vom Mars, und man ist dann genervt, weil der dritte Mars, den man gefunden hat, der war dann entweder nicht richtige Qualität oder er funktioniert erst gar nicht. Und dann hat man endlich einen gefunden und er ist rot und dann kommt er da rein und war es nicht der Mars. Das taucht hoffentlich nicht wieder auf, aber wir sind definitiv nicht frei von Fehlern. Schade. Schön für den Blutmond. Ihr bemerkt immer, das finde ich toll. Auf jeden Fall. Duka. Hallo, wo bezieht man diese Konstanten? Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zum Beispiel auf einem Planeten in der habitablen Zone mit intelligenten Lebewesen auch Kommunikationsmittel geschaffen werden? Das müsste meines Wissensstandes nach Spekulation sein. Oder wie kommen solche Zahlen zustande? Mega interessantes Thema, habe den Kanal erst entdeckt und bin begeistert vom Content. Gut, solche Zahlen sind Spekulation. Natürlich, also es gibt hier überhaupt gar keinerlei gesicherten Konstanten, das sind alles Variablen. Was wir aber können ist, wir können diese Variablen immer mehr eingrenzen und mit immer mehr Daten füllen. Als zum Beispiel der Frank Drake seine Gleichung aufgestellt hat, da war das alles sehr offen. Dann gab es Optimisten wie Carl Sagan, die haben dann ausgerechnet, es müsste eigentlich 1 Million Zivilisationen in der Milchstraße geben. Dann gab es die Pessimisten, die haben gesagt, nee, eigentlich dürfte es maximal eine geben und siehe da, es ist eine, nämlich unsere. Und im Laufe der Zeit gewinnen wir immer mehr Erkenntnisse. Als Beispiel, immer prominentes Beispiel, die Kepler-Mission, die uns zum Beispiel die Daten geliefert hat, dass es eben Planetensysteme regelmäßig gibt. Wir sind nicht die Ausnahme im Sonnensystem, sondern Planetensysteme sind die Regel. Und so können wir uns immer weiter vortasten. Man arbeitet dann mit verschiedensten Wissensbereichen interdisziplinär. Die Astrobiologie, die Evolutionsbiologie, die Paläontologie und so weiter. All das sind Bereiche, die da ineinander greifen und die eben bestimmte Aussagen
eingrenzbarer machen, sodass wir am Ende immer noch spekulativ unterwegs sind, aber zum Beispiel mit unserer Zahl von 33 Millionen Planeten mit einfachem Leben möglicherweise eben näher dran liegen, als man das vor 10 Jahren noch tat. Und die Frage dann natürlich, wie ist das jetzt mit Kommunikation? Das erfordert eine intelligente Zivilisation. Wir haben keinerlei diese Zivilisationen bisher entdeckt. Und das ist genau die Frage, der wir im Fermi-Paradox ja nachgehen möchten. Und deswegen machen wir das Fermi-Paradox auch nicht, wie es typischerweise auf YouTube ist, in 8 bis 16 Minuten. Ich glaube, das im deutschsprachigen Raum längste ist das zweiteilige Fermi-Paradox von Kurz gesagt. Das ist fein gemacht, aber eben 16 Minuten lang. Und wir machen das Ganze in 30 Teilen und versuchen wirklich in allen Aspekten auf jedes Detail einzugehen, sodass wir dann vielleicht ein etwas detaillierteres, griffigeres Bild haben, was am Ende immer noch nicht natürlich die Frage wird klären können, gibt es Aliens? Aber wir werden uns eben näher an die Frage herantasten, warum sehen wir keine und müsste es eigentlich welche geben? Ja. Jetzt eine etwas pragmatischere Frage. Lutz Möller fragt, ist bestimmt etwas kalt bei dir im Studio, Ronny? Ja, ist es nicht. Es ist relativ warm. Wir haben hier zum Beispiel aktuell 5 Scheinwerfer stehen. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht verstanden, was der Lutz Möller damit meinte. Christoph hat mich dann aufgeklärt. Christoph sagt, man sieht deine Nippel. Und dann habe ich mich gefragt, da guckt jemand hin. Also für mich war das jetzt so, das ist ja gar nicht der Fokus. Also wenn jetzt noch jemand glaubt, wir sind ein Erotikkanal, nee, sind wir nicht. Wir versuchen es hier. Was denn da? Könnte sein. Ja, wir sind hier wissenschaftlich unterwegs und ich habe es aber trotzdem versucht, in den Aufnahmen, die wir heute machen, wir machen mal so 3-4 Aufnahmen am Stück, mich so anders zu kleiden, dass der Lutz Möller nicht abgelenkt ist und sich auch mal so auf den wesentlichen Inhalt konzentrieren kann. Also Lutz, für dich Sweatshirt mit langen Ärmeln auch. Das war jetzt nicht böse gemeint an den Lutz. Ne? Wir finden alle Kommentare immer gut und wir gehen drauf ein, wir setzen das um. Sehr gerne. Frank Neugebauer. Gleich eine Frage zu euren Antworten zum Mars. Eine strahlungsfeste Kuppel bauen wird zu aufwendig, das leuchtet ein. Und wie bekommen wir das ganze Bergbauequipment zum Mars, um ausgedehnte Höhlen zu schaffen und zu sichern? Sollten Bergbauingenieure nicht erst einmal jahrelange Probegrabungen durchführen, um die Marsoberfläche besser kennenzulernen? Und warum sollte man eigentlich den Mars kolonisieren wollen, wenn es dort nichts gibt, was sich lohnen würde? Das sind jetzt gleich mehrere Teile. Also, wir gehen nicht zum Mars und versuchen dort dann Höhlen zu graben. Das ist in der Tat etwas, was unrealistisch ist. Was wir versuchen ist, nach sogenannten Lava-Tubes, Lava-Röhren zu suchen. Das sind teilweise enorm ausgedehnte Höhlensysteme, die sich aufgrund von früherem Vulkanismus, der Mars hatte ja mal nachgewiesen, der Mars und Plattentektonik, gebildet haben. Die kennen wir auch auf dem Mond, die gibt es auch auf dem Mars. Das kann man bereits mit Satellitenaufnahmen aus dem Mars-Orbit herausfinden. Und dann sucht man dementsprechend einen Landeplatz aus und dann versucht man in diese Lava-Tubes reinzukommen. Die haben teilweise sehr, sehr große Durchmesser, 50, 100 Meter, das sind gewaltige Röhren. Findet man so eine Röhre, dann kann man dort tatsächlich seine Ausrüstung, da ist man von Strahlung geschützt, da ist man vor Einschlägen geschützt. Das heißt, das wäre jetzt so ein Ausgangspunkt. Da braucht man nichts für graben. Und wie ist das dann mit dem Bergbau auf dem Mars? Natürlich fängt man nicht im großen Stil an. Das heißt, da kommt jetzt nicht ein Raumschiff mit 5 Leuten und die fangen jetzt an, tonnenweise dort die Metalle und Baustoffe aus dem Boden zu holen, sondern das geht im Kleinen los. Mit zum Beispiel kleinen Fertigungsanlagen, die in der Lage sind, aus dem Mars-Regolith etwas Betonähnliches herzustellen, damit man anfangen kann, dort Strukturen zu bauen. Warum wollen wir zum Mars? Das ist... Weil wir es können? Ja, das ist natürlich jetzt erstmal nicht das Argument, sondern das bisschen schon. Grundsätzlich ist es so, das Leben, nicht nur der Mensch, das Leben allgemein bemüht sich seit Anbeginn der Existenz des Lebens immer um eine Ausdehnung. Das heißt, wenn Leben einen neuen Lebensraum erschließen kann, dann tut es das auch. Und das haben wir
im menschlichen Bereich dann auch gemerkt, wenn etwas unerforscht ist, dann will es erforscht werden. Und dann will es auch besiedelt werden. Und im Fall des Mars kommen jetzt sogar noch andere Gründe dazu. Erstmal wäre es natürlich ziemlich atemberaubend und cool, wenn die Menschheit es schaffen würde, die Erde zu verlassen und auf dem zweiten Planeten zu siedeln. Aber es gibt auch ganz klare Stimmen, gewichtige Stimmen, die sagen, wir müssen das schlichtweg tun, denn früher oder später wird das Leben auf der Erde unmöglich. Wir reden nicht mal über die aktuellen Probleme, die wir haben mit dem Klimawandel, mit gewissen Staatsoberhäuptern, mit einem möglicherweise drohenden Szenario eines Nuklearkrieges, sondern wir haben es ganz real mit einer existenziellen Bedrohung zu tun. Momentan haben Forscher eines Denktanks ausgerechnet, dass die Chance, dass die Menschheit aufhört zu existieren, noch innerhalb des 21. Jahrhunderts, bei etwa 19% liegt. Diese Chance, die vergrößert sich jedes Jahr, denn man hat ja immer wieder eine neue Chance, dass die Menschheit ausstirbt. Und da gibt es ganz viele Gründe für und wir werden uns das auch wieder demnächst in einem Video ganz genau anschauen, welche Gründe das sein könnten. Wenn das aber so ist, dann werden wir eine große Zahl von potenziellen Problemen ausschalten, den Klimawandel auf der Erde, Pandemien, nanotechnologische Unfälle etc., indem wir die menschliche Spezies einfach planetar getrennt aufbewahren, wenn man so will. Das wurde gefordert, unter anderem zum Beispiel von Stephen Hawking, das wird gefordert von Elon Musk. Stephen Hawking hat gesagt, wenn die Menschheit nicht demnächst das Sonnensystem für sich erobert, kolonisiert, er redet nicht von einer Forschungsstation, dann wird die Menschheit bald aufhören zu existieren. Und das ist etwas, dem arbeiten wir entgegen. Und damit meinen wir nicht, dass wir nicht versuchen sollten, mit allen Mitteln, und zwar primär unsere Erde zu bewahren vor etwa Klimawandel, vor Krieg, aber sowas kann gleichzeitig passieren. Das heißt eine lange Antwort. Richtig? Ja, und wir sind auch schon wieder über 10 Minuten. Sind wir das tatsächlich? Ja. Okay, eine schaffen wir. Ich wollte dir gerne die Frage nach, was bedeutet 42 stellen? Das haben mittlerweile einige gefragt und wir wissen auch, nicht alle unsere Zuschauer, viele sind nicht in unserer Generation. Es gibt ja immer wieder so Phänomene und Perlen im Science-Fiction oder auch im Fantasy-Bereich, die man dann über ein, zwei Generationen als Teil der Popkultur kennt. Der Film 2001, Star Trek, Star Wars. Und es gab einen Roman von Douglas Adams. Und dieser Roman, der heißt im englischen Original A Hitchhiker's Guide to the Galaxy, im Deutschen Per Anhalter durch die Galaxis. Und in diesem Roman, da rechnet ein gewaltiger Supercomputer, ich glaube hunderttausende von Jahren, an einer einzigen Frage. Und es ist die Frage nach dem Sinn des Universums, der Existenz und alles anderen. Und nach ein paar hunderttausend Jahren meldet sich dann endlich der Computer und es gibt dann diese Mannschaft, die gezielt auf diesen Moment gewartet und die sind ganz aufgeregt. Und der Computer sagt, meine Antwort würde ich jetzt aber nicht gefallen. Und dann sagt er, die Antwort ist 42. Da sind sie alle ganz enttäuscht und dann sagt der Computer, vielleicht habt ihr die Frage einfach falsch gestellt. Und das ist nicht nur ein Element der Popkultur, sondern auch ziemlich passend. Denn wenn wir die Fragen richtig stellen, dann kriegen wir eben auch Antworten, die mehr sind als nur 42. Übrigens mal als Test, gebt mal bitte in Google ein, was ist die Antwort auf alle Fragen. Und dann müsste euch Google eine ganz interessante Antwort geben. Ja, und in diesem Sinne danken wir wieder fürs Zuschauen. Wenn euch das hier gefällt, dieses Format, dann lasst uns einen Kommentar da und wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, 42.